Herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Wir diskutieren heute über Migration. Die Schleuserunglücke auf dem Mittelmeer haben aufgezeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht. Die Debatte hat auch das Europäische Parlament diese Woche beschäftigt. Und ich möchte mit Udo Vogt darüber sprechen, ob die Lösungsansätze, die hier diskutiert werden, zielführend sind und ob überhaupt welche vorhanden sind. Herr Vogt, schönen guten Tag. Ja, der zuständige Kommissar hat gestern die neue Migrationsagenda der EU vorgestellt. Und ich kann schlichtweg sagen, es ist eine Katastrophe. Denn in der neuen Migrationsagenda wird davon ausgegangen, dass man künftig aus illegalen Einwanderung legale macht, dass man also den Weg über das Mittelmeer erleichtern will. Und insbesondere die Grünen haben auf das Schärfste protestiert, dass jetzt insbesondere deutsche Marineeinheiten Schiffe versenken. Denn so würde man den Flüchtlingen die Möglichkeit nehmen, das Land zu verlassen und nach Europa zu kommen. Sie wollen also am liebsten Kreuzfahrten in die Hölle organisieren. Und wir halten das natürlich als nationale Politiker für den völlig falschen Ansatz. Dadurch, dass man die Flüchtlinge oder die Migranten geradezu einlädt und dass sie eine Chance haben, hier zurückzukommen, führt natürlich dazu, dass immer mehr bereit sind, diesen Preis an die Schlepper, Menschenschlepper von 4.000 bis 9.000 Euro zu bezahlen. Und auf diese Art und Weise werden immer mehr Menschen in dem Grab Mittelmeer verschwinden. Und wir halten den Lösungsansatz, den Australien gewählt hat, für den richtigen. Nämlich, dass man zwar Schiffbrüchige, die in Not sind, rettet, aber auf der anderen Seite dann alles tut, diese Menschen dorthin zurückzufahren, wo sie hergekommen sind. Denn dann brauchen sie künftig auch keine Schleuserbanden mehr zu bezahlen. Und man entzieht den Menschenhändlern die Grundlage ihres Geschäftes. Herr Vogt, die NPD hat eine Kampagne gestartet, Frieden, Freiheit, Souveränität. Ist es nicht auch ein Teil fehlender Souveränität Deutschlands, dass dieser massive Asylmissbrauch nicht von etablierten Parteien gestoppt wird oder dort keine Lösungen präsentiert werden? Ja, ich denke, unser Finanzminister Schäuble hat es ja vor wenigen Jahren ganz klar gesagt, Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einen Tag souverän, aber nichtsdestotrotz haben natürlich in den römischen Verträgen, im Vertrag von Lissabon, wie auch im Dublin-Abkommen, bestimmte Länder Europas auch auf bestimmte Souveränitätsrechte verzichtet. Das betrifft also nicht nur Deutschland alleine, sondern auch die anderen EU-Staaten. Und zurzeit wird eben darüber diskutiert, einen Schlüssel zu finden, eine Quotenregelung, wie die Asylanten auf ganz Europa verteilt werden, nicht wie sie zurückgeschickt werden, sondern wie sie auf ganz Europa verteilt werden. Das heißt also, auch andere Länder müssten diesen Beschluss in Kauf nehmen oder sie müssten aus der EU austreten. Hier war erfreulich in dieser Woche das plötzliche, unerwartete Erscheinen des Premierministers von Ungarn, den Herrn Viktor Orbán, der in dieser Debatte ganz klar erklärt hat, dass Ungarn zwar bereit ist, politischen Flüchtlingen zu helfen, Wirtschaftsflüchtlingen aber nicht. Und Ungarn wird diesen Personenkreis umgehend zurückschicken, denn dafür wird Ungarn kein Land und kein Kapital zur Verfügung stellen. Und es war dann auch interessant, in den Debatten oder Vorstellungen der neuen Migrationsagenda von dem zuständigen Kommissar Avramopoulos zu erfahren, dass im letzten Jahr, im Jahre 2015, die Spitze von 620.000 Asylanten Europa erreicht hat und dass monatlich in Europa 17.000 Asylanträge gestellt werden. Wenn man nun das Jahr 2015 nimmt und weiß, dass ein Jahr 12 Monate hat, dann muss man sich einfach fragen, was ist mit den 400.000 anderen, die übrig geblieben sind. Und das werden also im Wesentlichen die Wirtschaftsasylanten sein, die Armutsflüchtlinge. Und die sollte eben Europa, sollte Deutschland zurückschicken. Doch dafür gibt es bislang keinen Plan. Das Zuwanderungsdesaster als europäisches Problem. Gibt es da Anknüpfungspunkte mit anderen nationalkonservativen oder rechten Parteien? Denn ich denke, das wird sicherlich auch dort ähnlich wie bei der NPD diskutiert werden. Also ich denke, dass über alle
sonstigen Unterschiede, insbesondere in der Beurteilung des Staates Israel und der Palästina, hinweg alle nationalen Parteien und Organisationen in diesem EU-Europa sich dahin einig sind, die Identität des eigenen Volkes wahren zu wollen und eben diese Asylpolitik, diese Einladungspolitik der EU für Fremde, die nach Europa kommen, zu verurteilen. Denn es ist kein Geheimnis, dass 52 Millionen Menschen auf gepackten Koffern sitzen, die nach Europa kommen möchten. Und wie der Kommissar Avramopoulos gestern erwähnte, ist 620.000 eine Zahl des letzten Jahres, die im diesen laufenden Jahr bei weitem übertroffen werden wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmals eine Zahl in Europa von über 1 Million Asylanten haben. Und ich denke, dass alle nationalen Parteien das einigt in Europa, dagegen zu sein. In Deutschland, in den Kommunen, ergeben sich viele Probleme durch die Ansiedlung von Asylbewerbern im großen Stil. Die Bürger gehen dagegen auf die Straße. Die Kommunen sind handlungsunfähig, dagegen etwas zu unternehmen. Von der hohen Politik fühlt man sich nicht verstanden auf der Straße. Die Leute resignieren. Gibt es da Anknüpfungspunkte? Das können Sie den Menschen sagen, dass man politisch doch weiter sich einsetzen mag, macht Sinn? Oder was antworten Sie den Leuten, wenn Sie sagen, sie resignieren politisch? Ja, zunächst einmal gibt es keinen Grund zur Resignation, denn wir sehen ja anhand der großen Demonstrationen der Pegida, es kocht im Volk. Und viele Menschen sind mit der Politik nicht mehr einverstanden. Und sie haben nur noch nicht den Weg zur richtigen Wahlpartei gefunden. Aber ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, etwa 60-70% der Bevölkerung eine weitere Zuwanderung ablehnen und unterschreiben würden, das Boot ist voll. Und ich denke, dass eine Partei wie die NPD sicherlich mit diesem Thema künftig Chancen hat. Das wird natürlich davon abhängig sein, wie sich die AfD als neue Konkurrenzpartei weiterentwickelt. Denn für viele Millionen Menschen war eine neue Partei eine neue Hoffnung. Ich habe sie aber von Anfang an nur als einen Durchlauferhitzer ersehen. Denn sowohl die Menschen, die zu Pegida gehen, wie die Menschen, die zur AfD gehen, sofort als Nazis beschimpft werden. Nur wenn sie sagen, ich bin stolz auf mein Land oder ich will weniger Ausländer haben, dann passiert immer wieder dieser gleiche Mechanismus, die Kollektivschuld wird über uns ausgekippt und Ähnliches. Sie erfahren also, obwohl sie normalpolitisch denken, dass sie Nazis sein sollen. Und das wird sicherlich künftig die Möglichkeiten für uns erleichtern, mit normalen Bürgern ins Gespräch zu kommen und die für unsere politischen Ideen zu gewinnen. Die Diskussion wird mit Sicherheit interessant bleiben. Ich wünsche Ihnen dazu viel Kraft, hier im Europäischen Parlament diesen Standpunkt zu vertreten und hoffe auf die Unterstützung anderer Parteien. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Und danke auch für das nette Gespräch.